der Eroberung Jerusalems durch die Muslime und der arabischen Expansion im 8. und 9. Jahrhundert breitete sich der Islam weiter aus. Binnen weniger Jahrzehnte wurde der Vordere Orient, Nordafrika, Spanien, Sizilien sowie weite Teile Mittelasiens eingenommen. Doch wieso? Die Vorstellung, den bedrängten Mitchristen im Osten zur Hilfe zu kommen, ist ein wichtiges Argument beim päpstlichen Kreuzzugsaufruf. Hinzu kam die große Rolle der Pilgerfahrt im Hochmittelalter. Somit verfolgten viele das persönliche Ziel, ins Heilige Land zu ziehen, um Jerusalem zu befreien. Ein weiteres wichtiges Motiv vieler Kreuzfahrer war der Wunsch, durch die Teilnahme an einem Kreuzzug für begangene Sünden Buße zu tun.